Ja, hallo meine lieben Fußballfreunde, herzlich willkommen zum Nachbericht der EM-Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft 2016 in Frankreich. Ja, fangen wir gleich an in der Gruppe A. Und zwar haben in der Gruppe A gespielt, zum einen Kasachstan gegen die Türkei. Die Türkei kann einen wichtigen Auswärtssieg feiern, gewinnt mit 1 zu 0 in Kasachstan durch ein Tor von Arda Turan in der 83. Minute. Ja, dann hat Island die Tschechische Republik geschlagen mit 2 zu 1. Die Tschechen sind in der 55. durch Doçkal in Führung gegangen, aber die Isländer können zunächst durch Gunnarsson in der 60. Minute ausgleichen. Ja, und Sigurðsson macht dann in der 76. Minute dann den 2 zu 1 Siegestreffer. Ganz, ganz wichtiger Sieg hier für Island. Und ja, damit sind sie einen weiteren großen Schritt Richtung Fußball-Europameisterschaft mit diesem Sieg gegangen. Ja, und dann haben noch gespielt Lettland gegen die Niederlande. Die Niederlande feiert einen 2-0-Auswärtssieg durch Tore von Wijnaldum in der 67. und Narsing in der 71. Minute. Ja, war nicht mehr als ein Pflichtsieg hier für die Niederlande. Ja, schauen wir auf die Tabelle, wie schon angesprochen, auf den ersten Platz jetzt die Isländer durch den Sieg gegen die Tschechische Republik. Sind jetzt auf den ersten Platz mit 15 Punkten. Es sieht also wirklich sehr gut aus für die Isländer, dass sie sich ja für die EM qualifizieren. Auf dem zweiten Platz dann die Tschechen mit 13 Punkten, trotz der Niederlage. Ja, sind sie auch auf Kurs Richtung Europameisterschaften in Frankreich. Ja, dann auf den dritten Platz die Niederländer. Ja, zurzeit nur in den Playoffs mit 10 Punkten. Ja, müssen da noch zittern. Wird sicher noch eng und auf den vierten Platz auch noch, ja, rechnerisch noch dabei, die Türkei mit 8 Punkten jetzt. Ja, sie haben 2 Punkte Rückstand auf die Niederlande, dürfen sich aber jetzt keine Ausrutscher mehr erlauben, falls sie da noch ja, eine Chance haben wollen. Ja, und endgültig aus dem Rennen im Kampf um die EM-Qualifikation sind auf dem fünften Platz Lettland mit nur 3 Punkten, noch ohne Sieg. Und am Tabellenende der sechste Platz an Kasachstan. Sie haben nur einen Punkt aus 6 Spielen geholt. Ja, gehen wir weiter dann zu der Gruppe B. Und zwar in der Gruppe B haben gespielt Andorra gegen Zypern. Die Zyprioten feiern einen 3 zu 1 Auswärtssieg. Ja, Andorra ist zunächst sogar in Führung gegangen durch ein Eigentor von Dossa Junior in der zweiten Minute. Ja, aber die Führung hat nicht lange gehalten, denn in der 13. Minute konnte Mitidis ausgleichen. Ja, Mitidis legte dann noch zweimal nach, und zwar zum einen in der 45. Minute machte die Führung und in der 53. dann sogar noch das 3 zu 1 für Zypern. Ja, mit dem gleichen Ergebnis gewinnt Bosnien-Herzegowina zu Hause gegen Israel. Auch in diesem Spiel geht zunächst Israel in Führung durch ein Tor von Ben Haim in der 41. Minute. Ja, die Führung dauert nicht sehr lange, denn schon in der 42. Minute kann Visca ausgleichen für Bosnien. Und Edin Dzeko macht dann in der 45. Minute aus einem Elfmeter das 2 zu 1. Und Visca kann dann in der 75. Minute noch das 3 zu 1 für die Bosnier erzielen. Ja, und dann das dritte Spiel in dieser Gruppe, eine kleine Überraschung, und zwar schlägt Wales Belgien mit 1 zu 0 durch ein Tor von Gareth Bale in der 25. Minute. Ja, und auch hier in dieser Gruppe führt doch etwas überraschend Wales die Gruppe an mit 14 Punkten. Auch für Wales wäre es schon eine Überraschung, falls sie hier sich qualifizieren sollten. Jetzt auf dem zweiten Platz Belgien mit 11 Punkten, der eigentlich der Favorit in dieser Gruppe. Es wird noch auf alle Fälle sehr, sehr eng, denn dicht dahinter am dritten Platz Israel mit 9 Punkten, die eigentlich gut in die EM-Quali gestartet sind mit 3 Siegen, aber jetzt 3 Niederlagen hintereinander hinnehmen mussten. Sie haben genauso viele Punkte wie Zypern, auch sie mit 9 Punkten sind jetzt auch dabei. Ja, und an fünfter Stelle Bosnien-Herzegowina mit 8 Punkten. Auch da ist noch einiges drinnen. Also hier ein ganz, ganz spannender Kampf um diese 2 Fix-Qualifikationsplätze und den einen Playoff-Platz. Ja, aus dem Rennen wie erwartet dann Andorra an sechster Stelle mit noch 0 Punkten. Ja, kommen wir dann zu der Gruppe C. Ja, in der Gruppe C hat die Ukraine Luxemburg souverän mit 3 zu 0 geschlagen durch Tore von Kravets in der 49., Garmasch in der 57. und Konoplyanka in der 87. Minute.
Ja, man hat sich in der ersten Halbzeit schwer getan, da stand es noch 0 zu 0, aber in der zweiten Halbzeit dann, ja, haben sie dann die Entscheidung gesorgt und hier einen Pflichtsieg gegen Luxemburg gefeiert. Dann hat Weißrussland gegen Spanien mit 0 zu 1 verloren. Die Spanier gewinnen knapp durch ein Tor von David Silva in der 45. Minute. Und auch die Spanier feiern hier eigentlich einen Pflichtsieg, aber sie haben sich schwer getan hier in Weißrussland. Ja, und dann noch das dritte Spiel, und zwar hat da die Slowakei Mazedonien mit 2 zu 1 bezwungen. Sie sind durch Salata in der 8. Minute in Führung gegangen. Hamšík hat dann in der 38. das 2 zu 0 erzielt. In der zweiten Halbzeit kam dann Mazedonien nochmal ran. In der 69. macht Ademi den Anschlusstreffer. Und kurz vor Schluss, nämlich in der 84. Minute, haben die Mazedonier einen Mann verloren, und zwar Hasani hat die gelb-rote Karte gesehen. Und die Mazedonier haben es nicht mehr geschafft, noch den Ausgleich zu erzielen. Deswegen können die Slowakei hier weiter gewinnen, denn das war der sechste Sieg im sechsten Spiel für die Slowaken. Und deswegen führen sie souverän diese Gruppe an mit 18 Punkten. Es sieht also sehr, sehr gut aus, was die Quali für die EM betrifft. Dahinter dann der Favorit Spanien mit 3 Punkten Rückstand und an dritter Stelle die Ukraine mit 12 Punkten. Ja, diese drei Mannschaften werden voraussichtlich die ersten drei Plätze belegen. Davon muss man ausgehen, denn an vierter Stelle Weißrussland mit 4 Punkten haben schon einen zu großen Rückstand, um dann nochmal einzugreifen. Und auch an fünfter Stelle Mazedonien mit nur 3 Punkten sind schon aus dem Rennen, und wie erwartet Luxemburg an sechster und letzter Stelle mit nur einem Punkt. Ja, gehen wir weiter dann zu der Gruppe D. Und zwar in der Gruppe D haben gespielt Polen gegen Georgien. Die Polen feiern einen souveränen 4-0-Sieg. Ja, aber sie mussten lange zittern. Das 1-0 durch Milik fällt erst in der 62. Minute, und dann dauert es bis in zur letzten Minute. Dann hat Lewandowski einen Hattrick erzielt, und zwar innerhalb von nur wenigen Minuten. Zuerst in der 89. Minute macht er das 2-0. Und dann noch zweimal in der Nachspielzeit schlägt Lewandowski zu mit einem lupenreinen Hattrick und macht dann das Ergebnis am Ende dann deutlicher, als was das Spiel wirklich war. Ja, dann im zweiten Spiel haben sich Irland und Schottland mit einem 1 zu 1 Unentschieden getrennt. Die Iren sind durch Walters in der 38. Minute in Führung gegangen. Ja, die Schotten können dann ausgleichen in der 47. Minute durch ein Eigentor von O'Shea. Ja, und somit endet dieses Spiel mit 1 zu 1 unentschieden. Und dann hat noch gespielt Gibraltar gegen Deutschland. Und der Weltmeister fährt, ja, nach einer doch eher schwachen ersten Halbzeit doch einen klaren 7 zu 0 Auswärtssieg. Ja, André Schürrle hat in der 28. Minute zunächst das 1 zu 0 erzielt. Ja, die anderen Tore kamen dann in der zweiten Halbzeit, zunächst in der 47. durch Kruse, dann in der 51. Gündogan, in der 57. Belarabi, dann durfte wieder André Schürrle zweimal ran, und zwar in der 65. und in der 71. Minute, und dann noch in der 81. Minute nochmal Max Kruse. Ja, und damit am Ende ein souveräner 7 zu 0 Pflichtsieg hier in Gibraltar. Ja, aber Tabellenführer bleibt immer noch Polen mit 14 Punkten. Ja, dahinter Deutschland ein Punkt dahinter. Ja, diese beiden Mannschaften werden wahrscheinlich sich auch die ersten beiden Plätze untereinander ausmachen. An dritter Stelle dann die Schotten mit 11 Punkte und ja, 2 Punkte dahinter Irland. Die beiden Mannschaften kämpfen hier da um den dritten Platz. Ja, und aus dem Rennen sind Georgien an der 5. Stelle mit nur 3 Punkten und an letzter Stelle Gibraltar mit noch 0 Punkten. Ja, gehen wir weiter dann zu der Gruppe E. Ja, in der Gruppe E haben gespielt Estland gegen San Marino. Estland fährt einen 2-0 Heimsieg durch 2 Tore von Zenjov in der 35. und in der 63. Minute. Ja, ein Pflichtsieg hier für Estland gegen San Marino. Ja, dann haben gespielt Slowenien gegen England. Die Engländer können einen knappen 3 zu 2 Auswärtssieg feiern und sind auf einem sehr, sehr guten Weg Richtung Frankreich. Ja, die Slowenen sind aber zunächst in Führung gegangen durch Novakovic in der 37. Minute. Aber Wilshere kann das Spiel umdrehen, macht zunächst den Ausgleich in der 57. Minute und dann sogar noch den 2 zu 1 Führungstreffer in der 73. Minute. Die Slowenen können dann nochmal ausgleichen durch Pečnik in der 84. Minute.
Aber Wayne Rooney schlägt dann nochmal zu in der 86. Minute und macht den 3:2-Auswärtssieg der Engländer perfekt. Ja, und dann noch im dritten Spiel in dieser Gruppe haben gespielt Litauen gegen die Schweiz. Und die Schweiz feiert einen knappen 2:1-Auswärtssieg hier in Litauen. Die Litauer sind auch in Führung gegangen durch ein Tor von Janich in der 64. Minute. Ja, Drmic konnte zunächst in der 69. Minute den Ausgleich erzielen. Und in der 84. Minute macht dann Shaqiri noch das 2:1 für die Schweiz. Ja, und damit ganz wichtige 3 Punkte hier für die Schweiz. Ja, wie schon angesprochen, souveräne Tabellenführer England mit ja, 6 Siegen in 6 Spielen und führen dann hier mit dem Punktemaximum von 18 Punkten an. Und ich denke, ja, man kann absolut schon mal mit den Engländern für die EM nächstes Jahr in Frankreich planen. Dann an zweiter Stelle die Schweiz mit 12 Punkten. Ja, dahinter dann die Slowenen an dritter Stelle mit 9 Punkten. Das wird noch ein interessanter Zweikampf hier zwischen der Schweiz und Slowenien. Ja, dann an vierter Stelle Estland mit 7 Punkten, haben zwar rechnerisch vielleicht Chancen, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie da vorne noch eingreifen können, genauso wie an fünfter Stelle Litauen mit 6 Punkten. Ja, die eigentlich ja, gut gestartet sind, aber zuletzt jetzt doch 4 Niederlagen in Folge hinnehmen mussten. Ja, und dann wie erwartet an sechster und letzter Stelle San Marino mit nur einem Punkt. Ja, gehen wir weiter dann zu der Gruppe F. Und zwar in der Gruppe F haben gespielt Finnland gegen Ungarn und die Ungarn für einen wichtigen 1:0-Auswärtssieg hier in Finnland durch ein Tor von Zoltán Stieber in der 82. Minute. Ja, dann gab es wieder eine große Überraschung in dieser Gruppe, denn schon zum zweiten Mal in dieser Qualifikation bezwingen die Färöerinseln Griechenland, diesmal zu Hause mit 2:1. Die Färöerinseln sind zunächst durch Hansson in der 32. Minute mit 1:0 in Führung gegangen. Olsen macht dann das 2:0 in der 70. Minute. Und die Griechen können dann nur noch durch Sokratis in der 84. den Anschlusstreffer erzielen und müssen damit schon ja, die zweite Niederlage hier gegen die Färöerinseln hinnehmen. Und ja, damit war es wohl endgültig hier die Qualifikation für die Europameisterschaft, werden die Griechen nicht mehr schaffen. Ja, und dann im dritten Spiel dann noch in dieser Gruppe zwischen Nordirland und Rumänien, da gab es ein 0:0 Unentschieden. Ja, und diese beiden Mannschaften führen auch die Gruppe an. Am ersten Platz Rumänien mit 14 Punkten, dahinter dann Nordirland mit 13 Punkten. Ja, die Ungarn durch diesen wichtigen Auswärtstreffer in Finnland sind weiter auf dem dritten Platz mit 11 Punkten. Also das wird noch ein sehr spannender Kampf. Und ja, aus dem Rennen sind, ja, das war eigentlich schon vor der Qualifikation klar, die Färöerinseln, aber trotzdem ein starker vierter Platz bis jetzt. Mit diesen beiden Siegen gegen Griechenland haben sie jetzt schon 6 Punkte und sind damit ja, vor Finnland, die an fünfter Stelle nur 4 Punkte haben, und Griechenland an letzter Stelle immer noch ohne Sieg, nur 2 Punkte. Das ist schon eine richtige Blamage für den ehemaligen Europameister aus dem Jahr 2004. Ja, wirklich, ja, keine starke Vorstellung hier der Griechen und, ja, Respekt an die Färöerinseln, die ja hier wirklich 2 überraschende Siege feiern konnten in dieser Quali. Ja, gehen wir weiter dann zu der Gruppe G. Und zwar in der Gruppe G haben gespielt Liechtenstein gegen Moldawien. Dieses Spiel endet mit einem 1:1 Unentschieden. Die Liechtensteiner gehen durch Visa in der 21. Minute in Führung, aber Moldawien kann dann in der 44. Minute durch Bogio ausgleichen. Ja, dann im zweiten Spiel in dieser Gruppe zwischen Russland und Österreich können die Österreicher einen wichtigen 1:0-Auswärtssieg feiern durch ein Tor von Marc Janko in der 33. Minute. Und im dritten Spiel dieser Gruppe bezwingt Schweden zu Hause Montenegro mit 3:1. Durch Tore von Berg in der 38. Minute und Zlatan Ibrahimovic in der 40. und in der 44. Minute gehen sie zunächst mit 3:0 in Führung. Damjanovic kann dann nur mehr in der 64. Minute den Anschlusstreffer erzielen aus einem Elfmeter. Aber das war's dann auch, und die Schweden gewinnen hier dieses Spiel mit 3:1. Ja, Tabellenführer sind die Österreicher mit 16 Punkten. Auch da sieht es sehr gut aus mit der Qualifikation für die Europameisterschaft.
Dahinter dann am zweiten Platz die Schweden mit 12 Punkten. Auch da sieht es gut aus. Ja, dann an dritter Stelle doch etwas enttäuschend die Russen mit nur 8 Punkten. Ja, sie müssen da noch zittern, denn dahinter an vierter Stelle Montenegro mit 5 Punkten sind da knapp dahinter. Und ja, auch Liechtenstein überraschend stark an fünfter Stelle schon auch schon 5 Punkte gesammelt. Und am letzten Platz dann Moldawien mit nur 2 Punkten. Ja, gehen wir weiter dann zu der Gruppe H. In der Gruppe H haben gespielt Kroatien gegen Italien. Dieses Spiel endet mit einem 1:1 Unentschieden. Die Kroaten sind durch Mandzukic in der 11. Minute in Führung gegangen. Die Italiener können durch Kandreva in der 36. Minute aus einem Elfmeter ausgleichen. Ja, in der Nachspielzeit hat er noch auf Seiten der Kroaten Škrona in der 90. noch die gelb-rote Karte gesehen. Wird damit im nächsten Qualifikationsspiel fehlen. Ja, dann haben gespielt Malta gegen Bulgarien und die Bulgarier mühen sich zu einem 1:0-Auswärtssieg durch ein Tor von Popov in der 56. Minute. Ja, hier ein Pflichtsieg von Bulgarien, aber sie haben sich schwer getan mit nur einem Tor Unterschied gewonnen und dann das dritte Spiel Norwegen gegen Aserbaidschan endet mit einem 0:0 Unentschieden. Ja, doch etwas enttäuschend für Norwegen. Sie waren hier der Favorit und haben hier zwei wichtige Punkte verschenkt im Kampf um die EM-Quali. Ja, in der Tabelle sind die Kroaten immer noch voran mit 14 Punkten, dahinter die Italiener mit 12 Punkten und an dritter Stelle, wie schon erwähnt, Norwegen. Diese zwei verlorenen Punkte hier zu Hause gegen Aserbaidschan könnten sich noch rächen, aber sie sind zumindest immer noch auf den dritten Platz. Aber dicht dahinter dann schon an vierter Stelle die Bulgaren mit 8 Punkten. Auch sie haben noch Chancen, zumindest auf diesen dritten Platz. Und dann, ja, bereits aus dem Rennen würde ich sagen, an fünfter Stelle Aserbaidschan mit 4 Punkten und am Tabellenende Malta mit nur einem Punkt. Ja, kommen wir dann zu der letzten Gruppe, und zwar zu der Gruppe I. Da haben gespielt Armenien gegen Portugal und Portugal feiert einen knappen 3:2-Auswärtssieg in Armenien. Die Armenier sind sogar durch Pizzelli in der 14. Minute in Führung gegangen. Aber Cristiano Ronaldo kann zunächst in der 29. Minute aus einem Elfmeter ausgleichen. Ja, und dann ein Doppelpack von Cristiano Ronaldo in der zweiten Halbzeit in der 55. und in der 58. Minute. Ja, hat es dann nach einem sehr souveränen Sieg ausgesehen. 3:1 waren die Portugiesen vorne, aber dann gab es eine gelb-rote Karte für Thiago und in der 72. Minute kommen die Armenier nochmal ran durch Mkoyan in der 72. Minute und da wurde es nochmal spannend, aber die Portugiesen können die 3 Punkte retten und feiern hier einen 3:2-Auswärtssieg. Und das zweite Spiel in dieser Gruppe zwischen Dänemark und Serbien endet mit einem 2:0-Sieg für die Dänen. Sie gewinnen durch Tore von Jurari in der 13. und Paulsen in der 87. Minute mit 2:0. Ja, in der Tabelle die Portugiesen voran mit 12 Punkten, dahinter Dänemark mit 10 Punkten. Albanien bleibt am Platz 3, waren diesmal spielfrei mit 7 Punkten. Ja, und bereits aus dem Rennen die Serben mit nur einem Punkt, beziehungsweise sie haben eigentlich schon, hätten 4 Punkte, aber ihnen wurden ja 3 Punkte abgezogen, wegen des Skandalspiels gegen Albanien. Und auch an Tabellenende dann an fünfter Stelle Armenien mit nur einem Punkt ist auch schon aus dem Rennen. Ja, das war jetzt mein Nachbericht hier zu diesem 6. Spieltag in der EM-Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft 2016 in Frankreich. Ja, und jetzt meine Frage an euch, was sagt ihr zu diesen Ergebnissen? Wer glaubt ihr, wird sich am Ende für die EM qualifizieren? Schreibt es unten in den Kommentaren. Ich würde mich freuen über ein Abo und ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, euer Little Piccolo.